Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Wir spielen Eternity The Last Unicorn. Genau, das Spiel ist beinahe brandneu, gestern gerade erschienen. Es geht darum, also um das letzte Einhorn geht es. Das müssen wir retten. Das wurde von einer Hexe entführt und muss gerettet werden. Angelehnt ist das Spiel an die nordische Mythologie, die ich sehr interessant finde. Deswegen ist dieses Spiel auch so interessant für mich. Eben den Einhorn retten und dann auch noch nordische Mythologie. Also da kommt dann beides zusammen, was mir Spaß macht. Und deswegen habe ich mich für dieses Spiel entschieden und habe gedacht, na, mal gucken, ob das auch was für euch ist. So, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Also für mich merkwürdig. Ich kenne diese Art von Steuerung nicht. Werde ich mich schon irgendwie reinfinden, denke ich mal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein neues Spiel und gucken mal, was uns erwartet. Vor langer Zeit, als die ersten Alben Alpenhallen besiedelten, befiel sie eine himmlische und glorreiche Macht. Die heilige Göttin Maera, Schöpferin und Hüterin der Natur, vertraute ihnen vier heilige Einhörner an. Diese legendären Kreaturen brachten den Alben Reinheit und Gleichgewicht und machten sie unsterblich. Diese unglaubliche, unvorstellbare Macht wurde von einer Generation zur nächsten weitergegeben. So wurde jedes neue Leben unsterblich. Doch eines Nachts verschwanden die Einhörner plötzlich. Man glaubte an Magie. Nun, da man sie des Göttlichen beraubt hatte, fürchteten die Alben zum ersten Mal um ihre Unsterblichkeit. Vielleicht war es Schicksal, denn eines der Einhörner überlebte und wurde von Feen entdeckt. Es war verwunschen worden und sein Horn war gebrochen. Die Alben übergaben es in Sorge vor dem Fluch an eine junge Albin, die laut der Schriftrollen der Alten die einzige war, die die Macht des letzten Einhorns wiederherstellen konnte. Und so begann die Suche nach der Unsterblichkeit. Wannenheim-Denkmal, Makalas Tempel. Makalas Tempel wurde von König Oslaf dem V. im Zeitalter der Götter errichtet. Damals bedrohten Riesen durch ihre ständigen Angriffe Midgard. Einst kam es zu einer glorreichen Schlacht, an deren Ende König Oslaf zum Zuflucht in den Bergen von Fendiror suchte, nachdem er die Vernichtung seiner Armee hatte mit ansehen müssen. Ziellos wanderte er umher und fand schließlich das riesige, verwitterte Abbild einer Göttin. Allein und schwer verletzt warf er sich vor ihr auf die Knie und leistete einen heiligen Schwur. Er bat um den Kopf des Anführers der Riesen und wollte dafür einen Tempel zu Ehren der Göttin errichten. Zwei Tage vergingen und der nach Rache dürstende König zog mit seiner Armee nach Jötunheim, dem Wohnort der Riesen. Dort erlebte er ein Wunder. Aus dem Himmel schoss ein flammendes Schwert hernieder und tötete nacheinander alle Riesen, bis nur noch ihr Anführer übrig blieb. Diesem schlug das Schwert mit einem Schwung den Kopf ab. Der König hielt sein Versprechen und erbaute den Tempel. Die Statue der Göttin bedeckte er mit den Blättern des Yggdrasils, um ihren Geist lebendig zu halten. Der Legende nach stammt ihr Name von dem mystischen Wald Makinheim ab, einem Ort, an dem man die Anwesenheit der Götter spüren kann. Okay, alles klar, ein paar schwere Worte dazwischen, aber naja. Okay, dann
Machen wir mal weiter. Ah, okay. WASD zum Herumlaufen nutzen. Ja, das kann ich. Das sind also wir. Das ist dann die junge Elfin, die, ja, die sich jetzt auf den Weg macht, das Einhorn zu befreien. Ich finde die Grafik toll. Also der Boden gefällt mir. Das glänzt so richtig. Das sieht aus, als wenn wir hier auf Spiegelfliesen unterwegs sind. Gefällt mir also wirklich richtig gut. Schön. Auch sie finde ich ganz hübsch. Kann man mit leben, ne? Also kann man mit leben, sie zu spielen. Okay, wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich werde am Anfang gucken, dass ich die Tutorials mitnehme, wenn es denn was gibt, was mir sagt, was ich tun soll. Ich habe schon ein bisschen das Handbuch gelesen, allerdings habe ich da nicht sehr viel rausholen können an Infos. Was ist denn das hier? Kann ich da interagieren mit? Nee, anscheinend nicht. Okay, aber es leuchtet, ne? So richtig. Ach, guck mal, was da ist. Das Einhorn. Oder ein Einhorn? Das hat gar kein Horn. Ah, ein gebrochenes Horn. Es ist doch das Einhorn. Mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Wir können hier was untersuchen. Oh, zwischen den Wurzeln befindet sich ein Flakon. Okay. Und ich mache jetzt wie weiter? Mit E. Nee. Ein Flakon. Kann ich den nehmen? Anscheinend nicht. Okay. Das kann ich auch untersuchen. Ah. Ja. Ich verstehe dich. Dir geht's anscheinend nicht so gut. Dann gucken wir hier nochmal. Ein Flakon, ja. Finde ich toll. Kann ich damit jetzt irgendwas machen? Irgendwie interagieren? Nö. Anscheinend nicht. Also ich kann da nichts machen. Ich wüsste zumindest nicht wie. Es wäre schön, wenn das besser erklärt werden würde. So, ich guck mal eben ins Inventar. Haben wir noch keins? Ich weiß nicht, wo wir sonst hin sollen. Also wir werden das, den Flakon da schon nehmen müssen, denke ich mal. Ah, hier, guck mal. Makala, fürchte dich nicht, Aurien heißen wir ja, ne? Komm näher. Ich bin Makala, die Hüterin dieser Lande. Ich weiß, warum du hier bist. Ich fühle deinen Schmerz. Ich weiß um deine Reinheit und deine tiefe Liebe zu diesem wunderschönen Tier. Und bist du nicht wegen des Tieres hier? Krani, aha. Höre, Mädchen, ich belege dich im Namen aller Götter mit einem Zauber. Denn die Spiritualität entsteht in der Seele, die in der fernen Dunkelheit verwilderter Orte träumt. Ah ja, take the path of the light. Nimm den Weg des Lichts. Schlag die schwarzen Schatten zurück. So, dass das Elder-Orakel erwacht. Elder, was heißt denn Elder? Oh Gott, das kann ich gerade gar nicht übersetzen. Only he can help you. Also nur das Elder-Orakel kann uns eben helfen. Durchstreife die gefallenen Wälder Wannenheims und erfülle dein Schicksal. Und wenn dich die Dunkelheit quält, so nutze diesen Flakon des Lichts. Okay. Den Flakon des Lichts. Soll ich mir den jetzt holen noch? Oder habe ich den jetzt? Ah, jetzt kann ich ihn nehmen. Guck mal an. Okay, du erhältst Flakon des Lichts. Und mit E kann ich nämlich einsacken oder weiter. Das ist agieren und nehmen. Das ist ganz, ganz nett. Okay. Warum kann ich nicht auf mein Inventar zugreifen? Das ist eigentlich I. Das geht wahrscheinlich noch nicht. Ich kann auch noch keine Waffen wechseln. Das kommt vielleicht alles später. Okay, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Haben wir sowas wie eine Karte? Haben wir auch nicht. Kann ich mit dem Einhorn jetzt irgendwas machen? Nein. Also ich habe den Flakon.
Geh, finde das Licht. Du vergeudest kostbare Zeit. Ja, okay, ich gehe. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Richtung. Ah, halte Steuerung neben einem verfluchten Körper gedrückt, um ihn von der Magie zu reinigen. Ha, wusste ich doch, dass wir damit was machen können. So, wollen wir mal schauen? Gedrückt halten, hieß es, ne? Aber ich weiß nicht, bin ich nah genug dran? Aha. Es passiert was. Sammle rote Kristallbruchstücke, um neue Gegenstände zu kaufen und Waffen zu verbessern. Sammle grüne Kristallbruchstücke, um Gesundheit zu regenerieren. Okay. Gut, jetzt habe ich also rote bekommen, zwei Stück. Ich will gerne in mein Inventar gucken, aber irgendwie lässt mich das nicht. Warum kann ich jetzt hier nicht weg? Huch. Ich hänge jetzt hier so ein bisschen fest. Und frage mich gerade, warum. Da passiert doch jetzt bestimmt nichts mehr. Nö. Okay. Ja, also so kann ich kämpfen. Das ist gut, dass ich das schon mal weiß. Ich komme hier nicht weg. Ich habe hier echt ein Problem gerade. Ich versuche mich mal frei zu kämpfen. Nein, das funktioniert nicht. Ah, das ist natürlich. Das ist jetzt ja ärgerlich, ne? Ja, ist ja gut. Ich mach mal kurz Pause. Ah, guckt mal hier. Gucken wir da doch jetzt erstmal rein. Charakterinfo. Grundlegende Informationen. Auren, also Auren, denke ich mal, ne? Ich spreche das jetzt mal so aus. GP haben wir 100, Erfahrung 0. Nächstes Level bekommen wir mit 600. Angriffswert 2, physische Abwehr 7, Chance auf kritischen Angriff 6, Angriffsgeschwindigkeit 3, Herstellungschance 2, Immunität gegen Gift 2. Okay. Iris Medaillon, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Vervollständige das Medaillon, um deinen Gesundheitsbalken zu vergrößern. Okay, also da können wir dann auch schon ein bisschen was machen. Shift ist eigentlich zurück, ja, genau. So, wenn man Shift drückt, dann geht das auch. Und Tagebuch, das ist ja neu. Charaktere, da haben wir was Neues. Da haben wir Aurin. Aurin, als sie noch ein Kind war, fand man sie zurückgelassen in einem Strohkorb unter einem Baum. Wer ihre Eltern sind, ist unbekannt. Doch glaubt man der Schriftrolle des Lurieux, war sie das Geschenk der Göttin Maria. Bewiesen wurde das jedoch nie. Die Lichtalben benannten Aurin nach dem Baum Laurien, wo man sie gefunden hatte. Schon bald bewies sich das Mädchen. Sie konnte mit den Tieren sprechen und sie verstehen. Besonders Einhörner liebte und verehrte sie. Aurin wuchs in den Wäldern Alpenheims auf. Der Fluch, mit dem ihr Freund Krani, das letzte Einhorn, belegt wurde, veranlasste sie dazu, sich im Handwerk des Bogenschießens zu üben. Die Alben baten sie schließlich darum, eine Reise ins Unbekannte zu wagen. Sie nahm an, in der Hoffnung, den Fluch, der auf ihrem Freund lastete, aufzuheben. Okay. Dann haben wir Makala. Makala, dieses wunderschöne Gesicht, das von vielen als eines der wichtigsten Werke Wannenheims angesehen wird, verbirgt unzählige Geheimnisse. Makalas traurige Geschichte wurde vielfach niedergeschrieben. Sie war eine nordische Aase, die von Odin in Stein verwandelt wurde. Laut den Gelehrten war dies Makalas Bestrafung für ihre Liebe zu König Wendrik, einem Halbgott, der Midgard eroberte. Ihr Körper liegt tief in einem vergessenen Tempel, verborgen unter den Wurzeln und Blättern Yggdrasils. Manche beschreiben Makala als Traumgestalt, deren Geist sehnsüchtig die Freiheit erwartet. Obwohl einige dieser Legenden wahr sind, wurde ihr Körper nie gefunden. Wer kann also schon mit Sicherheit sagen, welche Teile dieser Legende wahr sind? Yggdrasil, das ist ja nun auch ein Baum, ne? Ein großer Baum. Ich glaube, das ist der Baum, wo sich Odin drin erhängt hat. Irgendwie, glaube ich, gehört das zusammen. Aber wenn man das liest, ne, dann versucht man immer das G mitzusprechen. Also das muss ich mir abgewöhnen, weil Yggdrasil wird das ja letztendlich gar nicht ausgesprochen, glaube ich. Habe ich zumindest so noch nicht gehört. So, dann haben wir noch Granny. Das ist unser Einhornfreund. Granny ist ein Einhorn, die selbst
seltenste Kreatur dieser Welt und lebt in Alpenhain. Als dunkle Magie die strahlenden Wälder der Alpen heimsuchte, überlebte er den schrecklichen Fluch, der ihm befiel. Man weiß nur, dass sein Horn beschädigt wurde. Sein Leiden wurde durch seine treue Begleiterin Aurin gelindert, die unermüdlich nach Wegen sucht, um seine Kraft wiederherzustellen. Der Legende nach ist Grani eines der legendären Tiere Asgards, die von der Göttin Maria zu den Alpen gesandt wurden, um Gleichgewicht in die Welt zu bringen. Die Alpen sind davon überzeugt, dass Grani aus derselben Linie stammt wie Sleipnir, das heilige Pferd Odins. Seinen Namen erhielt Grani von Aurin aus einem Märchen. Okay, ja, sehr schön. Auch das finde ich toll, dass man hier über die Charaktere nachlesen kann und auch noch eben so, ja, so tolle Geschichten bekommt. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir gucken hier nochmal rein. Ah, Monster haben wir noch keine. Eine Karte. Ah, guckt mal, eine Karte. Wir haben eine Karte. Makalas Tempel, da sind wir jetzt gerade. Ah, guck mal, ich kann hier sogar ein bisschen steuern. Das finde ich toll. Gut, okay. Was das damit auf sich hat, werden wir, denke ich, hoffe ich, noch herausfinden. Hier haben wir jetzt eine Medaillon, 0 von 0. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Finden wir mit Sicherheit auch noch raus. Steuerung. Da, jetzt können wir nachgucken. Ah nein, ich bin rausgegangen statt. So, nutze WASD zum Herumlaufen. Halte Steuerung neben einem verfluchten Körper gedrückt, um ihn von Magie zu reinigen. Ja, mehr wissen wir ja auch noch gar nicht, ne? So, und zurück. Alles klar. Finde ich gut. Spieleinstellungen, Spiel beenden. Ne, das wollen wir alles gar nicht. Wir wollen jetzt eigentlich das Spiel fortsetzen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt was gebracht hat und ich hier wegkomme. Nein. Ah, schade, schade, schade. Oh. Nein, ich komme nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den ersten Part. Ich werde gucken, ob das nach einem Neustart sich behoben hat, dieser Fehler. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also bis dann. Ciao, ciao.